der Sonne. Bin ich hier in der Expo. Ich bin hier mit Ralle. Und wir stehen hier vor dem, ich glaube, das ist die Attraktion des Jahres, oder? Neben den CVOs. Also erst die CVOs und dann hier, klassisch. Das ist die Highway King Electra Glide im Magenta. Mann, ich meine, endlich mal wieder so eine klassische Linie, ne? Auch mal wieder was ganz anderes als eine CVO, ne? Die neue. Also du musst doch mal sehen, dass sie hier wirklich auf verschiedene Wege gehen, ne? Old School, ja. Ich finde die geil. Auch in der anderen Farbe. Dieses, das wäre jetzt, ist ja auch nicht für jeden was in der Farbe. Aber ich kenne welche, die sich die gekauft haben. Denen war das scheißegal. Die wollten so eine haben. Aber limitiert von 10 von ja, von der gibt es 750, von der anderen gibt es 1500 in Orange. Okay. Was kommt da denn angefahren? Mal gucken hier. Bäcker von Rhein-Neckar. Ach, das ist ein Bäcker. Na? Hätte ja nochmal sein können, dass hier noch irgend so ein Special hier auftaucht. So, ja, kann man sich mal angucken, gibt es ja nicht so viele von. 750 Stück, eine steht hier. Und hier haben wir Fast Johnny, ST-Modelle. Finde ich ja alle total geil, die ST-Modelle. Na, eigentlich durch die Bank. Alle, wie sie da sind. Da machst du, glaube ich, nichts falsch. Weil der ist natürlich, hier hast du ein bisschen Aufpreis. Hier ist der Sonderlack. Meine Farbe. Deine Farbe? Ja, Schalke fällt auch noch. Ich habe jetzt gerade Industriegelb da an der Rotlight. Ich habe Dynamo Dresden hier. Ja. Wenn ich durch Dresden fahre, meinst du, was da los ist? Aber da fahre ich immer gerne hin. Da sind gute Leute da. So, und hier, ja gut, mit dem Schweinchen habe ich auch mal gehört. Da gab es auch irgendwie so eine lustige Story, die werde ich jetzt aber nicht erzählen. Die mögen ja nicht alle Schweine. Aber hier, so. Was haben wir? Die sind auch limitiert. Ja, 1500. Da hinten kannst du ein Brötchen drauf machen, wa? Ja. Ja. Sind ja, die ST-Modelle sind ja in der, normal immer alle Einsitzer. Ne? Die haben, die hat, was sie bei der Fast Johnny noch ist, die hat serienmäßig Screaming Eagle Anlage, Auspuffanlage dran. Also, hört sich schon ein bisschen kerniger an. Das ist das klassische Design. Ich befürchte ja, dass wir nächstes Jahr was anderes sehen werden. Das heißt befürchten, aber man muss ja nach vorne gucken. Aber trotzdem, ich finde die ja auch schon noch ganz cool so. Irgendwie ist es ja doch sehr klassisch, ne? Also, ja, und Rotlight, jetzt, das Licht ist ja sowieso immer der Hammer hier. 114er fahre ich gerade. Also, ist schon ganz gut. 117er ist natürlich gefühlt immer besser, aber am Ende, so, da reden wir über Nuancen. Ne? Das ist aber eine Frage des Geldes. Sind die alle ein bisschen teuer geworden, die Harleys? Ja. Und dann muss man vielleicht mal sagen, Hauptsache man fährt erstmal eine. Ne? Und du kannst ja mit diesen, die Motor, die Unterschiede sind nicht so gewaltig, aber so wie bei der Fast Johnny jetzt, da hast du halt einen anderen Auspuff, anderes gutes Fahrwerk auch, die Dämpfer sind gut, ja, die bauen sich auch andere nur so einfach ein, sind ein bisschen höher, aber macht nichts. Habe ich schon gesehen. So, dann haben wir hier den Limited. Reisedampfer. Also mit sowas fahre ich ja auch los. Ja, schöne Touren machen. Da, kriegst du alle, da kann ich richtig mit umziehen mit dem Ding. Da alles hinten drin habe. Die Koffer, das ist schon ganz geil, was da so alles reinpasst. Die sind auch beleuchtet. Da ist eine Steckdose hinten drin. Eine Tasche. Normalerweise ist hier eine Lampe drin, da oben. Das ist da, irgendwo muss hier eine Lampe das eigentlich sein. CVO. Ach, CVO wahrscheinlich. Nur der, CVO hat Leuchten. Ja, wieder keine Ahnung. Na gut, ich weiß gar nicht, was da drüben los ist. Hier wird gegessen oder irgendwas. So, jetzt haben wir hier die Special und eine Road King. Road King hat man eigentlich auch sehr selten. Bei mir. Das nächste, was ich mal fahre, ist eine Breakout. Ja, die Farbe, Geschmackssache, aber Farben, ich finde gut, dass sie mal wieder Farben bringen. Guck mal, was wir hier für ein Farbenspektrum haben, Ralle. Ja. Da Orange, Gelb, das sind alles kräftige Farben und auch hier dieses Silber. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Da hinten diese Sportlight, die hat auch so ein geiles Silber. Wollen wir einfach mal weitergehen? Wir sind ja sowieso alleine hier. Die Also, im Grunde können wir jetzt noch eine Stunde hier spazieren gehen. Guck mal, Sportster. Die, also das ist ja eine ganz neue Zielgruppe, die damit unterwegs ist.
hat ja noch ein Riesenpotenzial. Wer weiß, wie da die Story noch weitergeht. Ne? Also Sportster S. Hier haben wir die Nikester. Da muss ich aufpassen. Ist das jetzt die... Du bist raus oder wie? Nikester? Bist du zu groß für? Ja. Nikester, zu groß und zu fett. Die fahren aber gut. Also der Motor und so, das zieht preislich, ja. Das ist ja der Einstieg, ne? Aber fahren tun sie gut. Ja, aber ich bin zu groß dafür. Die haben ja jetzt, ich weiß gar nicht, wo ist denn die andere? Eigentlich haben sie bei der einen ja jetzt einen Einsitzer irgendwie draus gemacht. Das war jetzt spontan. Ich habe die nicht so oft auf dem Zettel, aber das sind schon, die sehen schon gut aus. Da gibt es auch irgendwie jetzt eine Aktion mit Auspuffanlage oder irgendwas. Gut, aber da kommen wir, gucken, jetzt haben sie da doch tatsächlich, jetzt haben sie die 120 Anniversary, die Heritage haben sie rausgezogen. Die wird jetzt unten gerade verlost. Hier, das ist die Streetlight 120 Anniversary. Ah ja, das mit den Fotos, ne, bei Harley ist immer so schwierig. Du musst echt immer davor stehen, ne. Mit den Fotos war ich ja nun, wusste ich ja gar nicht, was los ist. Aber jetzt hier, Alter, die haben sie geputzt, oder? Nee. Noch nicht richtig. Alter, was haben sie hier, das Ding schon vergewaltigt. Da oben. Ja. Das wird auch sein. Ja, ist aus, aber hier sind jetzt wieder CEO mit Lichtern. Ja, das ist jetzt ausschlaggebend. Das ist ja nur eine doppelt limitierte. Ne? Also wir reden hier von einer doppelten Limitierung. A ist eine CVO sowieso immer limitiert. Und dann ist es noch eine 120 Anniversary CVO. Und ich würde auch fast behaupten wollen, das ist dann das letzte klassische CVO-Modell. Da wird nichts anderes mehr kommen. Und es gibt Leute, die haben sich für sowas eine Garage gebaut. Kannst du dir das vorstellen? Weil sie die haben wollten. Und jetzt haben die einen extra Platz bekommen. Und das ist okay. Soll jeder sein Traum leben, ne? Der Lack, also zu dem Lack, muss ich nochmal sagen. Wir haben ja hier diesen Adler. Das ist ja auch eine ganze Hammer. Da muss er jetzt im falschen Licht. Aber der zieht sich hier, diese Adlerschwinge zieht sich hier über dieses Emblem runter. Hier lang. Und hört hier unten auf. Das musst du alles mal sehen. Jetzt haben wir hier natürlich dieses Industrielicht. Ja, kostet halt ein bisschen Spaß, ne? Also ein bisschen Knack musst du haben. So, Lowrider, hier. Das ist, oder hier, Street Bob. Das ist ja hier so ein Ding, ja, da müssen eigentlich Speichen rein. Ja. Da musst du wahrscheinlich auch, die meisten müssen vorne eine Vorverlichte dran haben. Aber ansonsten ist das ein perfekter Einsteiger. Eigentlich schon preislich natürlich auch schon wieder hochgegangen, ne? Wenn jetzt, also ist schwierig, aber das ist schon was Gutes. Brauchst du eigentlich nicht viel machen, aber Fußrastenanlage wirst du machen müssen. Und bei den Rädern wäre ich mir nicht so sicher. Ich meine, bei der geht das hier irgendwie sogar. Mit dem Rot-Schwarz hier so mit der Lowrider ST 117er Motoren. Und die finde ich auch geil. Die hat jetzt aber keine Anlage drin. Ja, normalerweise kannst du die auch noch mit dieser Rockford-Anlage kaufen. Kosten Tausender, glaube ich. Musst du ja noch einbauen lassen. Das sind auch richtig geile Dinge. Und dafür, dass da ein 117er drin ist, ne, Lowrider S, ja, das passt. Die habe ich schon mal richtig getuned gefahren. Die hat ja richtig auch von Haus aus schon ein gutes Fahrwerk. Ich sag mal, das war ein fahrendes Flugzeug, was ich da hatte. Hier, Heritage. Das ist ja das, was draußen verlost wird. Das ist ein richtig geiler Tourer, das glaubst du gar nicht. Mit der bin ich ja in Portugal gewesen. Von Barcelona rüber nach... Du hörst mir gar nicht zu, Ralle. Mit der bin ich von Barcelona rüber gefahren nach... wie hieß das da? Portugal, Casquet. Lissabon, an einem Tag, mit meinem Kumpel Hermann. Da merkst du gar nichts, wir waren abends noch Bier trinken. Und Koffer, also bei mir waren die wasserdicht. Ich hatte mal gelesen, dass da irgendjemand Probleme hat, aber bei mir, ich bin richtig durch den Monsunregen gefahren.
Die gehen auch zu, die müssen nur erstmal. Ja, richtig muss man das machen und öfter. In dem Schwarz. Sie ist nicht billig, aber es ist ein gutes Motorrad. Gutes Licht, sehr gutes Licht sogar. Guten Windschutz, Scheibe kannst du abbauen. So, jetzt sind wir in deiner Fraktion. Rally, sag mal, was meinst du, wie geht das weiter bei Panamerika? Ich sag mal, die werden noch was anderes bauen. Bei Panamerika, also in diesem Bereich noch mal entweder was Größeres oder was Kleineres auch noch. Standard weg. Standard ist aber für jemanden, der gerne ins Gelände will, was Leichtes braucht, gut, ne? Achso, du bist schlecht zu verstehen, jetzt wegen dem Mikro. Das ist alles gut. Ja. Ich habe lieber die Standard, weil ich brauche kein Adaptive Airwide und so weiter. Ja. Ich brauche weniger Gewicht und kein Komfort. Mhm. Ich brauche ja das andere. Ja. Ich habe Koffer dran, Komfort, dieses Fahrwerk brauche ich. Das merkst du überhaupt nicht, wenn du beladen bist. Die schwingt so wie so eine S-Klasse. Ja. Hammer. Ja, Design ist auch so eine Frage, aber hier, wir haben gleich nochmal eine Panamerika, da guckst du erstmal, ist das eine Panamerika? Und das ist auch ein ganz geiler Dealer, der Engländer da. Südengland kommt der. Er hier. Der hat hier eine Panamerika gebaut, sag ich dir. Ja. Der hat auch irgendwas gewonnen, glaube ich, auf der Zykis. Der hat auch geile andere Bikes schon gebaut. Hammer. Da hier Öl ins reingenagelt, kann man auch machen. Den Auspuff, den Aprovic, oder was haben wir hier? Ja, also, als ich die hier vorhin neulich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, was ist denn das überhaupt hier? Gut, jetzt, aber der Motor ist lackiert, ne, oder? Hier neue Blenden, das Metall, der hat sich schon Gedanken gemacht. Andere Gabel, alles. Hier hinten war noch eine, hier sind noch mehr Panamerikas. Guck mal hier, diesen schnittigen Lenker. Leute, also, dass ihr mal wisst, wo wir hier sind. Das könnte jetzt, der hat hier heute auch gewonnen. Das könnte jetzt noch ein bisschen dauern, bis wir durch sind. Spätestens, wenn das Handy alle ist hier. Weil wir das hier so hands-on machen. Hier, guck mal, auch geile Lackierung. Gut, Auspuffanlage, der hat jetzt, doch das Cockpit hat er ein bisschen umgedreht hier. Hier, die da oben, sieht auch noch ein bisschen anders aus. Ja, aus wie ein Coffee Racer. Ja, das geht ja auch, das habe ich ja auch bei Burgess gesehen. Der hat ja auch da voll einen Brenner draus gebaut, der hat das Ding ja noch heiß gemacht. Oh. Die ist gut. Ja, die ist gut. Die muss ich sogar fotografieren. Okay. So, was machen wir jetzt? Ralle, wollen wir hier nochmal durchlaufen? Denn sagen wir, das war jetzt Abteilung. Eigentlich sind wir schon zu weit gelaufen, aber das war jetzt die Abteilung Harley Davidson. Ja. Und so ein paar umgebaute Panamerikas. Aber jetzt gehen wir hier mal in diesen Custom-Bereich. Das ist dann das nächste Video, meine Herrschaften. Bis gleich.